So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Another Brick in the Mall. Es hat sich sehr, sehr vieles geändert, seitdem ich das letzte Mal das gespielt habe. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Und zwar, wir müssen erstmal ein Fundament ziehen. Das ist natürlich klar. Natürlich ist die Frage, wie groß soll das Fundament sein? Sie ist, glaube ich, die ganz große Frage. Ich weiß auch nicht, was manchmal so mit meinem PC los ist. Wo man so manchmal die Sachen ein bisschen abbricht oder so. Das kapiere ich natürlich nicht, aber ich glaube mal, das kriegen wir. Das wird schon irgendwie mal gehen. Aber ich setze mal trotzdem die Mauern. Ich weiß nicht, ob die hier gesetzt werden müssen oder nicht. Ich setze einfach mal und wir werden schon mal ein paar Objekte setzen. Also wir nehmen hier eine einfache Tür. Es wird bisher ein kleiner Laden. Ein sehr kleiner, weiß ich nicht, was für ein Laden. Eine Bartheke, Alter, was gibt's denn hier noch alles? Also es hat sich wirklich sehr viel verändert anscheinend. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Go machen. Dass sich das hier, ja, verändert. Aber wir müssen mal hier die Lautstärke runterdrehen. Das soll ja nicht ganz so laut werden. Außerdem brauchen wir ja noch Straße. Ja, machen wir erstmal so. Weil dann können wir hier schön... Ah, das geht nicht. Ah. So. Dann können wir nämlich hier Ladezone... Ach so. So. Ladezone, Kundenparkplätze kommen dann hier drüben noch hin. Aber da muss erst die Straße hin und es dauert noch einen kleinen Moment. So, wie kann man was drehen? Ah, mit Q, okay. Dip, 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 dip. Musik ist lustig. Achso, ja. Ich glaube, die arbeiten in der... Ja, okay, über Nacht arbeiten sie doch noch. So, ja, wir werden jetzt mal nach und nach hier ein kleines bisschen machen. Also anfangen werden wir wohl mit Lebensmitteln. 2, 3 und normalen. 2, 3. Vielleicht schon mal ein paar Kühltruhen rein. Also wir haben ja 200.000 nochmal zur Verfügung. Das ist eigentlich im Moment recht viel. So, wollen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie läuft das eigentlich, wie läuft das grässliche Spiel jetzt erstmal ab für uns. Also wir brauchen hier Kundenparkplätze noch ein paar, sicher, sicher. Dann brauchen wir Müllabfuhr, brauchen wir. Wir brauchen Personalparkplätze und wir brauchen eine Ladezone. Dazu brauchen wir aber noch ein Fundament. Und eine Mauer, die wir... hier ziehen lassen, so. Das ist mir ziemlich klein hier. Ich weiß nicht, ob das geht. So, dann brauchen wir Objekte und brauchen eine Personaltür. Die kommt hier oben rein. Und hier draußen. Diebstahldetektor. Ja gut, das müssen wir auch noch machen. Da habe ich eingestellt, dass es so mittler sein soll. Also es kann was passieren, aber muss auch nicht so aber zuweisen. Also wir haben erstmal ein Geschäft. Geschäft 1. Das benötigt ein Lagologisten, Kassierer und Kassen. Okay, die Kassen müssen noch gebaut werden. Dann haben wir Lager, soll dann hier hinten entstehen. Ja, okay, hier existiert natürlich noch nichts. Wir können uns aber schon mal auf die Verwaltung hingehen. Und zwar... das ist eklig. So, wir können hier irgendwie zuweisen. Ah, okay, das geht hier rein. Das wird auch hier reingehen. Und Säfte können wir... Du meinst in die Gefriertruhe rein, wenn es sein muss. Ja, dann ist es so frisches Brot. Können wir es hier reinmachen? Nee.
Dann machen wir es hier rein. Bettlaken können hier, oh, die können hier rein, das ist sehr gut. Und dann haben wir noch Tierfutter, Soßen, Kekse, Eiscreme, Snacks. Nee, geht nicht rein, schade. Nehmen wir das Mineralwasser. So, also wir haben mal Limo, Säfte, Mineralwasser, Süßigkeit, Mineralwasser, gut, okay. Okay, jetzt haben wir jedenfalls schon so weit gemacht. Ich will erstmal gucken, ob das überhaupt klappt hier, was wir hier machen. Ich möchte einmal erstmal das Spiel probieren. So, wir brauchen, wie gesagt, Kassierer. Wie stellen wir jetzt Kassierer ein? Geschäft 1, Personal, Kassierer. Da haben wir hier einen recht schnellen. Ist aber recht schlecht. Und den stellen wir erstmal ein. Auch wenn das schlecht ist, wir stellen den ein. So. Wir haben hier, der macht einen neuen, ja, der macht so, ja, es klappt schon, das geht schon. 8 Stunden Job. Und dann brauchen wir aber für das Geschäft noch einen Lagerist. Dann brauchen wir aber auch jemanden mit Tempo, aber auch mit guter Lageristik. Die mal hierfür. So, und der Lagerist muss aber schon vor der Schicht alles eben auffüllen. So. Ja, vor der Schicht, vor dem Arbeitsbeginn. So, wir machen um 6 machen wir Beginn. Das hört sich doch gut an. So. Aber das Lager muss noch gebaut werden. Achso, die sind erstmal am Parkplatz, okay. Dann können wir uns noch so ein bisschen hier was, paar Schränke holen. So, so. Regal, was passt denn alles in Regal rein? Oh, Spielzeug und sowas kann auch dort rein. Das ist gut. Kühltruhe. Können wir bisher nicht viel machen. So, zuweisen. Machen wir nochmal. So, kurze Pause. Jetzt machen wir nochmal kurz hier. Denke. Denn wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir so einbauen können. Können die Snacks, die können hier rein. Und dann wollte ich hier noch die das Tierfutter. Dadurch, dass ich auch eigene Tiere habe, passen hier nicht rein. Okay. Kommen sie im Tier rein. Und passen Windeln hier rein. Ja, da passen eben Windeln rein. Toilettenpapier in die Dings rein, genau. Medikamente, Erste Hilfe, Kochunter, so Säfte, haben wir oben noch irgendwas, Limonade, Süßigkeiten, das haben wir ja, Frühstücksflocken und die Snacks haben wir auch, dann nehmen wir die Kekse noch, so. Bedarf können wir noch nicht machen, deswegen spulen wir mal vor, einfach mal. Ach, bisher geht das ja noch nie, fällt mir gerade so ein. Denn das Geschäft 1 bekommt ja noch, muss ja noch hier Dings bekommen. Warte mal, wie geht. Wie habe ich das gleich nochmal gemacht gehabt? Auswählen, bauen, Boden fließen, verwalten. Zuweisen. Ach so, hier, Zonen. So. Lager 2. Dann können wir auf Patrouille machen wir noch nicht. Diebstahlsicherung. Das kommt auch noch alles. Alter, hier hat sich so vieles geändert. So, Geschäft. Bekommt Lager 2. Jetzt müssten wir alles hier haben. Das können wir mal gucken. Ah, wir kriegen erstmal Belohnung für sämtliche Sachen. So, wir müssen erstmal ein Büro bauen. Ach du Scheibenkleister, was wollen sie noch alles? So, der Laden hat offen und wir haben keine Waren. Das ist mal geil. Das erfreut mich sehr. Yay. So, Objekte. Das soll ja hier erstmal nochmal zuweisen. Zonen, Toiletten, Büros. So, Büro. Wir müssen
Pausenregeln? Alter. Einstellen. Bürosicherheit, Büroarbeiten. Nehmen wir. Ja, man kann sie ja immer bessern. So, und da würde ich sagen, sieht die Person nicht schlecht aus. Und dann können wir hier mal Go machen. So, und ich hoffe mal, dass automatisches Gehalt, manuelles Gehalt. Ach, da kommt auch noch das Gehalt. Festle Alter. Hat sich wirklich so verdammt vieles geändert. Gut, aber ich bin mal gespannt, ob morgen mal ein paar Transporter ankommt. Weil ich beende mal den Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Raum. Wenn ich deinen Daumen nach unten schreibt, dann könnt ihr auch mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.